heutigen Lesung hören wir, wie Paulus den Ältesten von Ephesus verkündet, dass er fortgehen wird. Auf diese Nachricht hin vernehmen wir großes Bestürzen, Unverständnis, Traurigkeit, Ängstlichkeit. Die Ältesten können sich überhaupt nicht vorstellen, wie es weitergehen soll ohne Paulus' Anwesenheit. Sie denken schlichtweg, sie werden es nicht schaffen, ohne seine Leitung, ohne seine Weisheit, ohne seinen Glauben. Paulus bestärkt die Ältesten. Trotzdem setzt er noch einen drauf und sagt, dass es nicht einfach werden wird. Dass sie Angriffe erleben werden. Dass sie wortwörtlich und bildlich von Wölfen umkreist werden, die sie angreifen wollen. Angegriffen als die Hirten, die eine Herde haben, auf die aufgepasst werden sollen. Natürlich verunsichert sie das und sie haben Bedenken, ob sie das überhaupt schaffen. Doch viel wichtiger ist, dass Paulus auch noch hinzufügt, dass sie wachsam sein sollen. Dass zwar Angriffe kommen werden, aber dass sie in der Lage sind, all diese Angriffe zu meistern. Dass sie von Paulus alles an die Hand bekommen haben, um zu überleben, um das zu überstehen. Dass ihr Glaube sogar aus diesen Krisen heraus noch größer wird. Die Wachsamkeit ist heute das Stichwort in dieser Lesung. Nicht nur bei Paulus war es so, dass er als Lehrer seine Geschulten nun alleine lässt, damit sie alleine weiter klarkommen und den Glauben weiterreichen an die nächsten Christen, sondern diese Geschichte kommt uns doch schon bekannt vor. So begann schon damals Jesus seine Jünger darauf vorzubereiten, dass er nicht immer bei ihnen sein wird. Aber bevor das eintritt, er ihnen alles an die Hand reicht, damit sie es schaffen werden. Dass ihr Glaube stark genug ist für sie selbst, aber auch um ihn weiterzugeben an die nächsten Christen. So wie Paulus einer von ihnen war, der sich sogar auf ihren Glauben hinaus und auf ihre Überzeugtheit bekehren ließ. Und so den Nächsten, so wie den Ältesten von Ephesus, den Glauben weitergab und jetzt sie um dasselbe bittet. Seien auch wir wachsam. Wir können von Geburt an auch nicht alles auf einmal. Wir lernen es Stück für Stück. Wir bekommen es beigebracht von unseren Eltern. In den einfachsten Dingen, in den alltäglichsten Dingen. Aber genauso haben wir auch von klein auf unseren Glauben übermittelt bekommen. Und mit unseren Lebensjahren, mit den Dingen, die wir in unserem Alltag lernen, wächst auch unser Glaube. Und mit diesem Prozess, mit all diesen Jahren, sind wir dann auch in der Lage, Angriffe zu überstehen. Dadurch, dass unsere Wachsamkeit immer präziser wird. Daher seien wir nicht entmutigt, sondern seien wir heute ermutigt von der Lesung. Dass wir ebenso in der Lage sind, unseren Glauben zu stärken, Tag für Tag, durch Lehrer, die wir vielleicht in unserer Lebensbiografie hatten, um so gestärkt diesen Glauben auch an unsere nächste Generation, an unsere Gemeinde, an die Personen links und rechts von mir weiterzugeben.